Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir sind noch nicht in Deutschland und auch heute geht es wieder zum weiteren EM-Spiel Österreich, Achtelfinale Österreich gegen die Türkei, Wahnsinnsspiel. Wir sind noch in Wien, wer ist wir? Konsti und ich, wir sind heute wieder mal zu zweit am Start. Es ist gerade 6 Uhr in der Früh, wir fahren jetzt gleich nach Leipzig los, es ist auch der Spieltag selber. Wir hatten da ein paar Kommunikationsschwierigkeiten, wollten eigentlich gestern fahren, hat sich nicht ergeben. Wir von heute, ich freue mich schon wahnsinnig auf den Tag. So, erste Station, Tankstelle. Wir haben da einen guten Mitarbeiter gefunden, der das alles hier reinigen wird. Hier wird noch schnell vollgetankt, bevor wir da jetzt nach fucking Leipzig fahren. Ich hoffe, du freust dich schon, Bro. Ja, auf jeden Fall. Das wird richtig krass. Wow, ist ein guter Style eigentlich mit dem Ding. Schon, gell? Ja, ja. So, erste Station, Raststation. Der Kollege braucht einen Kaffee. Wir sind jetzt wie lange unterwegs? 3 Stunden oder so? Ja, bisschen weniger. Naja, gute 3 Stunden. Gute 3 Stunden. Man muss sagen, ich weiß nicht, ob man das von da wo sieht. Infrastrukturmäßig, hier schaut es gut aus, die Straße ist sauber asphaltiert, aber sobald du das McDonalds-Gelände verlässt, ist es nicht mehr schön asphaltiert. Also kurze Pause, jetzt werden auch dann kurz Fahrerwechsel, weil ich muss mir die Champions League-Abos kaufen. Wichtig, der ist ab heute der Vorverkauf, das heißt Champions League werde ich auf jeden Fall dabei sein heuer in Klagenfurt. Ich freue mich schon drauf. Kurze Pause und dann ab nach fucking Leipzig. Also ich weiß nicht, ob das wer von euch wusste, aber es gibt hier in Tschechien einfach fucking Billa. Hä? 1 Stunde vorm Ziel. Wir sind in der Polizeikontrolle. Bro, wieso hast du so Auge gemacht beim Polizisten? Ich hab den hinter uns ausgelacht. Ich sag's, wie es ist. Weil wir haben schon vorher gesagt, der wird sicher aufhalten. Na, jetzt sind wir. Und der hinten. Also, wir haben gesagt, vor uns ist ein BMW gefahren. Wir so, das ist so ein Auto, das holt die Polizei sicher raus. Und die Polizei hat's rausgeholt. Aber sie hat uns auch rausgeholt. Schauen wir mal. Ich hoffe, es geht schnell. Ich weiß nicht, wie du das erkennst. Da oben im Flixbus drin wird gerade kontrolliert. Ich hoffe, es geht schnell. Beste Grüße an Marco Arnautovic. Der Kollege hat den Marco Arnautovic Gin oder Wodka vorne. Wird kontrolliert. Ich hatte einen Reisepass mit. Hast du einen Reisepass mit? Nein, ich hatte keinen Reisepass. Haben sie gesagt, du brauchst einen, weil der Führerschein nicht zählt als Ausweis? Ja. Habe ich gesagt, wir sind im Schengen-Raum. Ja. Brauche ich keinen Ausweis. Und hat sie dann gesagt, wenn sie scheiße wäre, würde sie dir jetzt 50 Euro abziehen. Und hat sie dann 50 Euro abgezogen? Nein, das war egal, wir sind auf der Street und jetzt sind wir wirklich bald in Leipzig. Eine Stunde zehn oder so, ab nach Leipzig. Und jetzt bitte keine Kontrollen mehr, gar nichts. Ich muss erstens aufs Klo und zweitens was essen und drittens ins Stadion. Abfahrt. Nach 7 Stunden Autofahrt sind wir hier ein bisschen außerhalb von Leipzig angelangt, bei dem Hotel. Zeit, wir jetzt mal reingehen, Zimmer abchecken. Heute ist auf jeden Fall ein Klo im Zimmer dabei, das war wichtig. Aber ich habe mir generell ein Schnäppchen gegönnt, muss ich sagen. Es kostet irgendwie die Nacht 120 Euro oder so für beide Personen, welche in Berlin davon träumen können, 100 Euro pro Nacht zu zahlen. Deswegen bin ich sehr froh, heute hier sogar nur die Hälfte zu zahlen, weil wir ja zu zweit sind. Sehr, sehr günstigen Preis erwischt. Schauen wir mal, wie schön das Zimmer da noch ist. So heißt das ganze Hotel Residenz Leipzig. Das ist der Eingangsbereich vom Hotel. Ich sage euch ehrlich, so ein schönes Hotel habe ich, wenn ich jetzt alleine gereist bin, schon lange nicht mehr gesehen. 2. Stock, wir marschieren rauf. Dann geht's ab in die Stadt, schauen wir, ob wir irgendwo einen sinnvollen Parkplatz finden, weil wir eben außerhalb sind. Ich habe halt das Tür auch außerhalb genommen, weil ich eben im Auto unterwegs bin. Man halt auch reinfahren kann, das muss halt nicht im Zentrum sein. Blickt der Mensch in der Zeit zurück, so merkt er, sein Unglück war sein Glück. Christian Morgenstern, Nichtraucherzimmer. Ganz ehrlich, es ist Luxus für mich, wenn ich sowas sehe. Und das Wichtigste, oh mein Gott, ich sehe das Klo schon. Oh Scheiße. Oh mein Gott, wo ist das Lichtschalter? Ohne Lichtschalter, mit Lichtschalter, fast, ja, ohne mit Lichtschalter, es ist ein WC da. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Kurz umgezogen im Hotel, ihr seht, das Outfit ist da, wem es vielleicht auffällt, drunter ist noch ein anderes Level, aus dem einfachen Grund, dass es kalt ist und dass mir niemand gesagt hat, dass ich einen Pulli einpacken soll zu Hause, deswegen habe ich keinen Pulli eingepackt. Ja, keine Ahnung, Wetterbericht war so, dass es 18 Grad haben soll, ich dachte mir 18 Grad, okay, soll da eh passen. Ich hoffe einfach, dass es ein hitziges Spiel wird vor lauter Freude und dass es im Stadion nicht so kühl sein wird. Aber Konstantin, ich sind da angekommen, ihr seht da den Hauptbahnhof. Wir parken in diesem Parkhaus West oder so, ist uns empfohlen worden, das ist das billigste. Also sollte irgendwer in Leipzig parken müssen, 7 Euro, Tagestarif, ist vollkommen in Ordnung, gibt es viel, viel teurere da in der Stadt. Deswegen, für uns geht es jetzt mal ab in die City, was essen. Hunger ist groß, Konstantin in der Früh, wir sind gegen 6 weggefahren, 2 Semmeln mitgenommen pro Person, einmal mit Salami, einmal mit Beinschinken. Die sind lange verdaut,
Das heißt, jetzt mal ordentlich was essen. Wir haben schon ein paar türkische Fans gesehen, aber vor allem österreichische Fans. Also ich bin sehr gespannt, wie das Kräfteverhältnis im Stadion sein wird. Ich habe ja schon die verschiedensten Zahlen gehört. Deswegen, ja, schauen wir mal, wie es wirklich im Stadion wird. Und in dem Sinne jetzt mal auf in die Stadt. Schauen wir mal, ein paar Eindrücke einsammeln können von der Stadt und vielleicht von der schönen Stadt Leipzig. Auch in Leipzig, Anzeigenhauptmeister quasi unterwegs. Bro, wenn du da falsch parkst, bist dran. Man muss sagen, es ist schon ganz gut gemacht hier. Man muss nicht lange rumsuchen, wo man hin muss. Von der UEFA oder halt von der Stadt vermutlich aufgestellt. Die wichtigsten Informationen. Aber wenn man so reinschaut in die Straßen, oben türkische Fahne, unten, ich glaube viele Österreich-Fans und da der gefühlt schönste Backwerkladen, den ich jemals gesehen habe. Wie immer, Stadtführer Miguel am Start. Einmal Nikolaikirche hier vor uns zu sehen. Was sagst du, ist das die schönste Kirche, die du jemals gesehen hast? Ja, also zählt zu den Top-Sehenswürdigkeiten in der Stadt? Also ich muss sagen, das ist bis jetzt die Top-1-Kirche, die ich bis jetzt gesehen habe. In Leipzig. Und ich habe bis jetzt erst eine gesehen. Also ja, schaut schon, oder? Schaut ja, gut aus. Aber recht viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Vielleicht gibt es auch ein paar geschichtliche Hintergründe gleich. Ihr seht, das ist Nikolaikirche neben mir, die älteste und größte Kirche in der Leipziger Innenstadt und hat auch mit dem Fall der Mauer damals was zu tun gehabt. Ja, ihr seht es, ich blende euch da ein. Kleiner geschichtlicher, historischer Sidefact für euch zu der Kirche. Das ist jetzt komplett crazy. Ihr seht es, ihr denkt euch, hey, warum? Christian Lindner Plakat, Samstag, 1. Juni mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ich habe nämlich auf YouTube letztens ein Video gesehen, wo genau über diesen Tag berichtet worden ist, auch wie die Leute, die dort waren, Störaktionen bei so politischen Veranstaltungen und sowas. Es ist wirklich krass, ich habe das letztens schon mal schon bei Berlin gesagt, man sitzt zu Hause in Österreich, egal ob im Land, in der Stadt, zieht sich solche Videos an von irgendwelchen deutschen Städten, wo irgendwas passiert, auf einmal ist man selber da. Konstantin, ich habe vorher schon gesagt, wir sind heute in der Früh weggefahren aus Wien, auf einmal sind wir mitten in Leipzig. Ich finde dieses Reisen, auch was man durch Fußball macht, ist es verrückt, aber sehr geil. Ich freue mich sehr, dass wir heute da sind, vor allem natürlich auf das Spiel nachher, aber auch generell das ein bisschen zu erkunden, Sachen zu sehen, die man vielleicht vorher mal auf YouTube, im Fernsehen, wo auch immer gesehen hat, vielleicht einmal in einem Buch Foto gesehen hat, wie auch immer. Es ist wirklich sehr, sehr geil, hier die verschiedenen deutschen Städte auch auszukundschaften. Ich glaube, sollte Österreich ins Viertelfinale kommen, wäre es ja wieder in Berlin. Das heißt, dann würde die Reise nochmal nach Berlin gehen. Auch ein drittes Mal Berlin, wäre keine schlechte Sache. Ja, noch eine Skulptur, bevor es da zur Euro 2024 Festival Leipzig am Augustusplatz Fanzone geht. Schauen wir es uns an, man sieht schon so ein Coca-Cola-Riesenrad. Ja, crazy, was da mit den ganzen Sponsoren veranstaltet wird. Ihr seht es heute, sogar ein Special-Gast, der gibt eine Prediction ab. Was geht, Freunde? Heute geht es aus 2-1 für die Türkei, habe ich gesagt. Ja. 2-1 für die Türkei? Ich bin gespannt. Nee, Quatsch, sorry. Voll aus 2-1 Österreich, habe ich gesagt. Alles klar, 2-1 Österreich, klingt schon besser. Ja, nee, ich glaube wirklich, die Österreicher gewinnen. Aber Türkei sollte man nicht unterschätzen. Weil alle denken heute so 4-0, 4-1, hast du auch gesagt. Deswegen wartet ab, wird nicht einfach. Wir sind da gleich mal auch in die Fanzone reingegangen. Ihr seht der Euro 24 Festival Leipzig. Ja, das Riesenrad, wo wir ein bisschen näher ein paar Bildschirme essen, trinken, Fanshops. Da ist eine kleine Security, die aufgebaut ist. Ja, mal schauen. Ihr habt es gerade schon gehört, die Prediction von Kone. Beste Grüße an der Stelle, vielen Dank für die Prediction. Sehr, sehr korrekt auf jeden Fall von ihm, auch ein sehr, sehr netter Typ in dem netten Gespräch gerade. Ja, meine Prediction, ich sag's gleich, wie es ist. Ich sage, heute geht's 4-1 aus. 4-1 Österreich. Ich bin guter Dinge, nicht überheblich oder irgendwas. Ich glaube einfach, dass die Verteidigung von der Türkei noch nicht stabil genug ist und dass Österreich sich da heute durchsetzen können wird. Aber schauen wir uns nachher die Aufstellungen an und dann nochmal mehr zum Sportlichen. Hinter uns ist die Fans und wir haben gerade noch Manu Thiele getroffen. Beste Grüße an der Stelle. Auch er glaubt, dass Österreich gewinnen wird. Bin gespannt, aber ich bin auch eigentlich davon überzeugt, dass da heute nichts schief gehen kann, aber meistens dann wird es echt eine knappe Partie. Ich hoffe, dass es einfach schnell alles klar ist. Also der Hunger ist wirklich extrem groß geworden, auch wenn wir gerne noch ein bisschen weiter geplaudert hätten. Wo geht's hin? Du hast gerade was rausgesucht. Es geht zum, wie heißt der Nette, zum Umai-Ramen-Bar. Ramen essen. Ich sage ehrlich, Ramen heute, gute Idee, es ist wirklich nicht so warm. Ich hätte mir vielleicht wirklich einen Pulli einpacken sollen, wie vorhin schon erwähnt, aber ganz egal. Wir holen uns jetzt einen guten Ramen, sind gestärkt und dann mit einem warmen Ramen ab zum Schnellmarsch. Und was sich reimt, ist gut und richtig, deswegen Abfahrt. Wir haben uns überall in der Stadt auch hier von der UEFA organisiert und so Menschen, die auf Stelze gehen. Crazy. Wir sind hier vor der Medler Passage und das schaut crazy aus, wenn ihr da reingeht. Schaut euch diese Decke an. Hier links und rechts Geschäfte. Schaut wirklich nice aus. Aber es erinnert mich irgendwie ein bisschen so, ich würde sagen, an Mailand. So von Mailand da diese eine, ich weiß nicht, wie es heißt, ich glaube, Leute, die schon mal in Mailand waren, wissen, was ich meine. Es hat irgendwie Ähnlichkeit. So, einmal hier der Marktplatz in Leipzig. Ihr seht hier noch einen kleinen Überblick von mir. Auch Polizei da, sowohl aus Deutschland als auch aus Österreich. Kleiner Überblick. Wetter wirklich mittelmäßig heute. Aber solange es an der Temperatur halbwegs so bleibt, ist okay. Ich sehe da auch gerade, ihr seht hier stadtgeschichtliches Museum. Willkommen in Leipzig mit dem RB-Logo. Die türkischen Fans sind da. Oder ein paar zumindest. Ja,
Stadion bin ich schon wirklich sehr gespannt, wie wird die Stimmung sein, wie viele Fans von beiden Lagern werden da sein, wie laut werden auch die Pfiffe sein, dafür sind die türkischen Fans bekannt und wie laut wird immer wieder Österreich durchs Stadion schallen. Ich werde es sehen, ich bin wirklich schon sehr gespannt. Was ich bei einer EM auch immer besonders geil finde, ist, dass wirklich in jedem Lokal Bildschirme hängen. Überall gibt es Public Viewings, überall gibt es die Möglichkeit, die Spiele anzuschauen. Man merkt einfach, es nimmt einfach alle Leute mit zu einer EM und ich finde, es macht richtig Spaß und du merkst, wie vereinend der Fußball einfach sein kann. Endlich sind wir angekommen. Oh mein, wie groß ist der Hunger? Riesengroß. Same. Ihr seht, das Angebot ist reichlich, aber wie immer wird das Chicken Karage getestet werden und dann nehme ich mir von den Rahmensachen hier, das mit Ente, mit Entenbrust. Ihr könnt es dann einfach auch kurz auf Pause drücken, wenn ihr genau durchlesen wollt, was alles drinnen ist. Zum Trinken natürlich für Konsti ein Bier und für mich Feldschlösschen Radler. Was man vielleicht auch gleich sagen muss, ich finde, das Personal ist extrem netter. Es war ultra nett, hat gesagt, so, ja, natürlich ein großes Bier bei ihm, heute ist Fußball, aber wirklich sehr, sehr nett. Muss man auch gleich mal von Anfang an herausstreichen. So, Getränke waren eigentlich sofort da. Prost. Gibt nichts Besseres. Kurze Nachbesserung, es gibt kein Chicken Karage, das haben sie nicht mehr, aber so ein Chicken Tempura, wo sie gemeint haben, sie machen alles selber und es ist sehr geil. Ich bin gespannt, ich habe gesagt, ich werde es probieren. Und das Essen ist auch schon da, man muss sagen, es geht richtig schnell. Einmal hier diese Chicken Tempura und dann einmal Gyoza mit Hähnchen, glaube ich. Mhm. Lass dir schmecken. Dankeschön. Probieren es gleich. Wofür warten? Vielleicht sagt es euch von innen. Ihr habt es mir vorher auch beschrieben, Schenkelfleisch, zart, in diesem Teig eben außenrum zu die Soße. Es passt perfekt dazu. Also, na, es kommt natürlich dazu, dass wir schon einen riesigen Hunger haben, dass es sicher noch mal ein bisschen besser schmeckt, aber das war eine absolut richtige Auswahl. So und wie immer einmal von der Nahaufnahme, schaut euch das an. Also wenn das nicht herrlich aussieht, dann weiß ich es auch nicht. Hier sieht man es auch nochmal perfekt, schaut euch dieses schöne Fleisch an, wie es da drinnen ist. Also wenn das, wie man erkennt, glaube ich, dass es saftig ist und dass es einfach geil ist. Ich lasse es mir schmecken. Ja, ein kurzer Blick auf unsere Teller verrät euch, dass es schon weg ist. Also absolut geile Vorspeise, kriegt von mir 8,5 von 10, richtig, richtig gut. Und er hatte ja diese Gyoza, die habe ich auch eins probiert. Schmecken auch richtig gut, also die Qualität vom Essen bisher richtig gut. Wie hat es dir geschmeckt? Sehr, sehr gut. War sehr crunchy. Ja, finde ich auch. War wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht gibt es einen Experten oder eine Expertin unter euch. Hier seht ihr Feldschlösschen, das ist diese Biermarke, von der wir heute das Bier trinken. Es ist eine eher bessere aus Deutschland oder eine mittelmäßige, weiß ich, falls ich dabei auskennt, der Radler. Ist auf jeden Fall sehr gut. Kurzer Servietten-Review, bevor es zur Hauptspeise geht, bevor die Rahmen kommen. Ja, Standard-Papier-Serviette, aber in blau, deswegen ein Bonuspunkt. 6 von 10. Ich weiß nicht, ob das noch andere Leute fühlen, die vielleicht auch da sind, aber es ist wirklich so verrückt. Wir sitzen in Leipzig, essen so ganz normal, als wäre es das Normalste der Welt, gehen dann ins Stadion, fahren dann morgen wieder nach Hause. Es ist absolut verrückt, aber umso geiler. Jetzt sind auch die begehrten Rahmen da. Ich bei dir mal mit Schweinebauch, glaube ich. Mhm. Geile Brühe auf jeden Fall, schaut richtig gut aus. Und dann auch bei mir, ihr seht es, ich habe es mit Entenbrust genommen. Ich freue mich schon vor allem auf das Ei. Das ist immer eins der absoluten Highlights bei Rahmen. Sieht einfach richtig gut aus und perfekt für die verhältnismäßig kälteren Temperaturen der letzten Tage. Ganz kurzes Zwischenresümee mal. Die Entenbrust ist absolut 10 von 10. Die ist so zart, die ist so weich, das ist richtig gut. Brühe gibt von mir 6 von 10, aber zur Gesamtbewertung dann später mehr. Die riesige Schüssel, voll mit Rahmen, wurde geleert. Konst isst ja gerade noch die letzten Schöpfe raus. Ich bin absolut voll. Ich habe für euch dann nur den Beleg. 33 Euro insgesamt gekostet. Vorspeise, Hauptspeise und ein Radler. Etwas teuer, muss man schon sagen. Leipzig Innenstadt, in Ordnung. Aber ein bisschen zu teuer, finde ich. Wie war's Essen, Bro, für dich? Ich muss sagen, sehr gut. Ich fand es auch von der Lage her sehr angenehm. Also es ist direkt ein Häuserblock quasi weiter weg vom Marktplatz. Und gekostet hat es mich 28 Euro. Ich fand es aber sehr angemessen. Und abschließend, einmal natürlich alles zusammen bewertet. Ja, super nettes Personal, eigentlich auch ganz nett eingerichtet drinnen. Auch die Vorspeise war extrem gut. Rahmen habe ich, wie gesagt, nicht überzeugt. Gesamtpaket kriegt man trotzdem 7,5 bis 8 von 10. Einfach weil die Bedienung wirklich extrem freundlich war. Auch die Vorspeise sehr gut war. Ja, sag mal, ich kann mir mit gutem Gewissen eigentlich eine 8 von 10 geben. Ist vom Gesamt her richtig, richtig geil. Beim Rahmen müssen sie zumindest bei dem mit Ente noch ein bisschen nachbessern. So, Wortwitz Dienstag heute, schon Ende des 17. Jahrhunderts. Ich habe es gemacht, auch in der Stadt machen sie es. Predicten. Das war nur schlecht. Ich fand den Weltklasse. Was sagst du ich? Apropos Predicten, wie geht's aus? Ich glaube, dass es ausgehen wird 3 zu 1. 3 zu 1? Für Österreich.
Man muss sagen, die Stimmung ist schon sehr gut vor dem Spiel. Viele Leute, auch alle, mit denen wir gesprochen haben, sind der Meinung, heute wird Österreich gewinnen. Ja, wie gesagt, man darf sich natürlich da jetzt nicht zu viel erwarten. Man darf da nicht so davon ausgehen, dass es ein leichtes Ding wird, dass es da einfach so nebenbei geht. Da wird hundertprozentige Konzentration gefragt sein werden. Ja, der Angriff von der Türkei ist extrem stark. Bin ja schon gespannt, wer heute wieder von Anfang an spielen wird, wer in der Startaufstellung von der Türkei stehen wird, ob Kenan Yildiz und ob Arda Güler beide abfangen, wer auf der Bank sitzen wird. Ja, das werden wir dann nachher sehen, da werden wir nachher noch mehr drüber reden. Da muss man aufpassen. Die Defensive ist, wie vorher schon gesagt, anfällig. Aber ja, in dem Sinne, wir sind alle gute Dinge. Jetzt muss die Mannschaft nur noch umsetzen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Wir sind in einem Rewe. Oh, Scheiße. Was muss? Das muss. Wir hatten gerade das Problem, dass das Bier nicht eingekühlt war. Und da gab es eine brillante Idee von einem, ich sag mal so, Geist seiner Zeit oder was? Ja. Hau raus, was war die Idee? Oh, Scheiße. Und jetzt sagen wir, ob das kühl ist. Nein. Wirklich nicht? Scheiße. Ich war zu kurz drinnen. Ja, ich wusste das gar nicht. Du kannst dir hier bei Rewe Zigaretten und alles kaufen in Deutschland. Wusstest du das? Nein. Das ist crazy. So, nicht rauchen. Das tut euch nicht gut. Es wird von Laden zu Laden besser. Wir sind jetzt noch zu Lidl weitergegangen, weil es dort fast nichts gekühlt gerade gegeben hat bei Rewe. Und da gibt es einfach zwei ganze Paletten. Ich blende euch da die Story an. Ihr seht es, das hieß, der Miegel bringt Bier. Hier wird gerade alles eingepackt. Für mich natürlich der Radler. Ja, die Lieferung ist am Weg. Toni, Schü, wir kommen. Man unterstützt die Leute natürlich, wo es geht. Wir sind gerade mitten im Fanmarsch. Das heißt, wir gehen jetzt aus dem Stadion, gehen zu ihnen und versorgen sie mit lecker Bierchen. Ich finde es ehrlich auch ganz cool, dass überall in allen Städten noch immer so Details sind von der EM. Immer wieder solche EM-Bälle oder andere Geschichten. Sehr, sehr cool. Im Vorhinein war es richtig schwierig, dann Tickets zu kommen für dieses Achtelfinale. Und deswegen an der Stelle mal ein riesengroßes Dankeschön an Fußballtour. Was ist Fußballtour? Fußballtour ist ein Sportreisenbüro, wo ihr die verschiedensten Sportreisen buchen könnt. Verschiedenste Sportarten, aber natürlich vor allem Fußball. Alle Top-Ligen in Europa sind dabei. Und was man hervorstreichen muss, vor allem wenn es um England-Reisen geht, sind sie da einfach die Nummer 1 am Markt in Österreich. Es ist wirklich alles dabei, die verschiedensten Bewerbe in England. Schaut einfach gerne mal vorbei. Ihr habt ja was bucht bei Fußballtour, auch eine Assistenz währenddessen dabei. Also wenn ihr vor dem Spiel, während dem Spiel, was auch immer Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit melden und ihr kriegt auch ein Infopaket dazu, wo einfach dann zu der ganzen Reise auch alle Infos gesammelt dabei sind. Das ist eine richtig, richtig coole Sache und generell ein sehr, sehr cooles Angebot, was eben Fußballtour da euch zur Verfügung stellt. Sondern an der Stelle einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Fußballtour, dass wir hier diese Zusammenarbeit haben. Hat mich wahnsinnig gefreut. Jetzt freue ich mich schon wahnsinnig aufs Stadion. Ja, Konsti, wie gesagt, auch dabei. Wir machen mit seinem neuen Spielzeug. Wir freuen uns auf jeden Fall, Österreich anfeuern zu können. Und wie gesagt, danke an Fußballtour für die Möglichkeit, da dabei sein zu dürfen. Und zusätzlich dazu gibt es für euch noch als Information gerade auf meinem Instagram-Account ein Gewinnspiel für euch. Ihr könnt so ein ÖFB-Trikot gewinnen. Dazu müsst ihr einfach mir folgen, Fußballtour folgen und einfach in die Kommentare schreiben, wie ihr glaubt, wie weit Österreich kommen wird bei dieser EM. Und dann seid ihr schon dabei. Das Ganze geht noch bis Sonntag, 23.59 Uhr. Und in dem Sinne, macht's mit, wünsche euch viel Glück. Und vielleicht ist ja eine Person von euch dabei, die dann genau dieses ÖFB-Trikot gewinnen wird. Die Bierlieferung wurde abgegeben. Alles ausgetrunken, jetzt geht's ins Stadion rein. Jetzt wird's langsam wirklich ernst. Aufstellen kommen auch bald und langsam wird's wirklich ein bisschen mehr mit der Nervosität. Beste Grüße an den Toni, haben wir gerade noch getroffen. Alles ausgetrunken. Und nachdem der Schü sich entschieden hat, schon reinzugehen mit seinen Kollegen, da ist es vor allem Konsti und dem Toni hängen geblieben, diese Bier auszutrinken. Nichtsdestotrotz, ab ins Stadion und ich freue mich schon so wahnsinnig auf dieses geile Spiel. Jungs, auch hier vorm Stadion fährt der ein oder andere Anzeigenhauptmeister herum und sucht den einen oder anderen Parksünder. Da auch nochmal willkommen in Leipzig. Turm hier vorm Stadion, Stadion ist da dahinter. Da geht es jetzt rein für uns. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. In Berlin, du stehst wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde, bis du reinkommst. Beim letzten Mal war es ein bisschen schneller. Leipzig, 4 Minuten, du bist drinnen. Das ist so geil, es geht so gut, es ist so geil organisiert. Beste Leben. Jungs. Stimmung ist gut. Nicht ganz spannend hier in Leipzig. Man geht nicht quasi direkt in den Stadion rein, sondern man hat diesen Eingang vorher und dann gehst du quasi hier zu einem Sektor und dann gehst du da die Stiegen rauf. Und ihr seht es, richtig viele Türkei-Fans. Schauen wir mal, und da hinten oben müsste dann das Stadion sein. So, wir sind da jetzt im Stadion angekommen. Links die Österreich-Kurve, rechts die türkische Kurve. Schaut euch mal den schönen Ausblick an. Schaut euch das Pfeifkonzert an. Boah, Leute, kommen rein. Was
die Österreicher, wer nicht übt, der ist ein Türke. Und drüben komplettes Five-Konzert. Konntest du nicht machen Folgendes? Wir haben ja zwei verschiedene Tickets. Wir haben hier ein Ticket, wo ich sitze. Wir haben ein Ticket da drüben in der Nähe vom türkischen Sektor. Wir werden jetzt hoffen, dass hier einfach niemand kommt. Und ansonsten wechseln wir uns ab. Eine Hälfte ich da, eine Hälfte konntest du hier. Oder wir finden noch eine Person, die sich lieber da drüben hinsetzt, als hier irgendwo in dem Sektor. Ist auch eine Option. Dann tauschen wir auf. Eins von beiden wird hoffentlich funktionieren. Aber ich nutze jetzt gleich mal die Chance. Ich gebe mit euch die Aufstellung durch. Einmal Österreich, einmal Türkei, in Wiener wieder in der Startausstellung, statt Brass hinten, dann von Lina in der Verteidigung und vorne, ja, Arnautovic, Sabitzer, Baumgartner, die werden es richten müssen. Das ist die Wahrheit. Und ich bin davon überzeugt, dass sie es machen werden. Ich habe gesagt 4-1 und ich bleibe auch beim 4-1. Die türkische Aufstellung, Kenan Yildiz, Andra Güler, Topspieler, wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung momentan. Wahrscheinlich wird die Türkei in der Zukunft noch stärker werden bei Turnieren, aber ja, ich hoffe heute einfach mal auf einen Sieg von Österreich. Ganz, ganz wichtig, wäre absolut legendär. Und dann ab ins Viertelfinale, wäre ein absoluter Traum. Baum sind gedrückt und die Stimmung wird, glaube ich, richtig geil werden. Und jetzt die türkischen Vorleute, Pfiffe von der linken Seite und Applaus von den türkischen Fans. Und jetzt kommt die österreichische Mannschaft rein. Hört euch diese Pfiffe an! Es ist so laut! Ihr seht es, alle Fans hier in der Kurve, Österreich, sehr geil, Stimmung ist wirklich hervorragend. Und da jetzt wieder, wer nicht hüpft, der ist ein Türke, ihr seht die Leute springen und von drüben kommen wieder Pfiffe, aber geil. So viele Österreicher auch heute hier wieder im Stadion. So, und jetzt kommt die türkische Mannschaft rein. Jetzt wird hier gejubelt. Und da gibt es Pfiffe. Gibt's Aufstellungen. Arnautovic. Marco Arnautovic. Die Pfiffe sind so laut. Marcel Sabitzer. I am from Austria kommt. Alle nehmen die Schals um. Vorne die Leute haben die Schals um. Ist lang vorüber. Und aus Weltklasse. So, ich hab den Ibrahim neben mir sitzen. Wie geht's aus heute? Wir gewinnen 2-1. 2-1 für Türkei? Ich hab gesagt 4-1 Österreich. Und jetzt die Ausstellung der Türken. Jetzt kommt Adam. Wahnsinn. Jungs, ich kenne das Lied nicht, aber es hat gestartet und alle türkischen Fans jubeln, die Fahnen in der Höhe. Ja, ihr seht es. Alle feiern. Aber schaut, wie viele türkische Fans noch sind. Alle mit Fahne im Stadion. Da drüben alle mit Fahne. Türkiye! 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 Ihr seht es, da aufwärmen vorbei in 40 Sekunden. Türken gehen dann bald rein. Hakacan und Ulu heute gesperrt. Ich bin gespannt, ob er wirklich so fehlen wird. Aber Kapitän, Mittelfeldmotor, normalerweise muss man es merken. Jungs, hier wieder die Zeremonie. Österreich war auf der einen Seite, Türkisch auf der anderen Seite. Das Lied zu EM, in der Mitte das Logo. Ich habe absolut Gänsehaut. Ihr seht, es ist so geil. Vielen, vielen Dank, dass es wieder ermöglicht, hier zu sein. Das ist crazy. Also, danke an Fußballtour natürlich. Großes Dankeschön. Und an alle Zuseherinnen, Zuseher, die den Kanal zu dem gemacht haben, was er bisher ist und auch in Zukunft noch werden wird. Ich freue mich auf das Spiel und ab ins Viertelfinale! So, die Mannschaften kommen rein. Hier sind die Schiedsrichter vorne. Österreich, die Türkei. Wahnsinn. Jetzt geht's los. Und die Türkei. Zuerst die türkische Hymne. So, und jetzt unsere Hymne. Die Aufstellung wird durchgegangen. Österreich kommt zusammen, Türkei da. Gleich geht's los.
diese Fans sind so stark. Jungs, das ist angerichtet. Ja. Oh. 20 Sekunden, Jungs. Erster guter Moment. Reklamiert, aber ich weiß nicht was. Vielleicht ist Foulspiel. Schauen wir mal. Der Ball muss aber trotzdem rein. Wir haben es wieder mehr in Ägypten, ist ein Türke. Alle machen mit. Das schaut schon sehr geil aus. Wir haben heute eine Stehplatz-Experience. Wir stehen beide. Und wir haben jetzt diese zwei Plätze gefunden, die waren leer. Wir können nebeneinander sitzen. Und zu Österreich am Ball. Hört mal, wie die pfeifen. Es ist so laut. Trotzdem hervorragend. Ich glaube, man sieht es auch recht gut. Alle 10 Feldspieler der Türkei sind hinten um den 16er herum. Es ist brutal, wie eng und kompakt die hinten stehen. Die Türkei ist in Zweikämpfen erlebt, das spielt die Konter besser aus. Das ist eindeutig, das ist auch verdient bisher, muss man ehrlich sagen. Ja, ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber die typischen Fans alle mit den Handylichtern. Oh ja, man sieht es, glaube ich, gut. Ja, schaut krass aus. So, das sieht man auch. Die Türkei spielt mit einer 5-4-1. So defensiv, so kompakt. Wahnsinn. Ich sage euch eines, die Türkei verteidigt extrem gut. Egal wie sie doppeln, sie dribbeln manchmal die Gegner, sie also dribbeln nachher. Es ist leider recht eindeutig. Schade. Aber es ist noch genug Zeit. Es ist noch alles möglich. Du sagst, es ist all die Qualitäten, die Österreich ausgemacht haben bisher. Machen die Türken besser im Mittelfeld. Jeder Zweikampf gehört ihnen gefühlt. Jeder, sobald sie draufgehen auf den Ball, sie haben den Ball. Sobald Österreich auf den Ball drauf geht, sie werden ausgespielt. Das ist nicht schön anzusehen. Aber es ist wie gesagt genug Zeit.
geht auf der anderen Seite, geht er nach einer Minute ran. Bitte, spring einfach in das scheiß Tor, das gibt's doch nicht. Drei Jungs, Halbzeit. 1-0 für die Türkei. Ja, ich sage ehrlich, das Schlimmste, was halt dem Fußball, den wir unter Rangnick spielen, passieren kann, ist, wenn du ein Gegentor bekommst. Weil dann hast du einfach den Druck vom Gegner weg, dass er auch spielen muss. Das ist halt einfach schwierig. Die Qualitäten von Österreich liegen einfach in einem schnellen Umschaltspiel, im Mittelfeld präsent zu sein, viele Balleroberungen. Ja, das funktioniert halt nicht, wenn man selber die ganze Zeit das Spiel gestalten muss. Und es muss Österreich, und Österreich muss ein Tor machen. Ja, und die Türkei, wie gesagt, genau diese Qualitäten, eigentlich zeigt die Türkei sich heute. Sie ist sehr konsequent beim Zweikämpfen im Mittelfeld und in Umschaltsituationen. Sie machen zwar nicht den letzten Pass gut, aber bis zum letzten Pass machen sie es eigentlich richtig gut. Und das ist genau da, wo Österreich ansetzen muss. Ich denke, Rangnick wird irgendwas einfallen. Ich hoffe es sehr. Zweite Halbzeit wird bitte, bitte, bitte besser. Gregoritsch wärmt sich auf. Vielleicht kann er es richten. So, ich hoffe, es lässt sich am Video erkennen, aber es regnet gerade hier komplett rein ins Stadion. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kommt das dem ÖFB-Team ein bisschen entgegen. Ein Ball, der durchrutscht. Irgendwas. Ach, Tore müssen her. Brass und Gregoritsch haben sich aufgewärmt. Die kommen jetzt rein zur zweiten Halbzeit. Assist Brass auf Gregoritsch nach 5 Minuten und das Spiel ist wieder ganz offen. Es wäre so geil. Gregoritsch. Oh. Er sagt Ecke, aber ich glaube, er hat ihn einfach daneben gehauen. Oh. 1:30. Abschluss. Egal, genau so weiter. Guter Ball. Guter Ball. Oh. Schön, jetzt ist Tempo drin, Seitenverlagerungen. Sie überspielen noch mit dem hohen Ball eine Kette. Genau so. Weiter, weiter, weiter. Ja. Wunderschön gespielt, aber langsam muss ein Ball rein. Was machst du? Das ist jetzt viel besser, aber es muss jetzt ein Tor rein. Es muss ein Tor rein. Hört sich diese Pfiff an. Ja! Ja! Wir sind da! Ja! 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 Weiter! Weiter! Ja! Ja! Guter Abschluss. Spiel ab, Mann. Wir sind dran, wir sind dran. 10 Minuten noch circa. Mit Nachspielzeit 12, 13.
rigged. Das gibt es nicht. Feiert. Ich muss sagen, die Stimmung war schon sehr geil. Sowohl das türkische Lager als auch das österreichische Lager. 96 Minuten, wie lange es im Endeffekt gedauert hat. 120% gegeben. Es war crazy. Man muss auch ehrlich sagen, die Türkei hat einfach die erste Halbzeit taubtrocken runter verteidigt. Die waren kompakt. Die haben, Österreich und der Spielweise den Zahn gezogen. Österreich ist nicht ins Spiel gekommen, wie sie es gewohnt waren. Ja, wir haben dann einfach nach einer Minute, das war halt unglücklich, so direkt ein Tor gemacht. Dann wieder ein Eckballtor in der Drangphase von Österreich rein. Danach der geile Anschlusstreffer. So viele Chancen, so viele Chancen. Aber wenn man sie nicht macht, ist es einfach zu wenig. Deswegen hat die Türkei auch verdient weiterzukommen. Mein Barber Joe hat es mir gesagt, was soll ich machen? So ist es nun mal im Sport. Aber ja, ich muss trotzdem nochmal sagen, vielen, vielen Dank an Fußballtour für die Möglichkeit, hier dabei zu sein. Ihr hört es, es ist immer noch extrem laut. Und sowohl die Österreich-Fans als auch die türkischen Fans. Ja, die österreichischen Fans wissen, es war außergewöhnlich, was die Mannschaft geleistet hat. Und für die Türkei geht es weiter im Turnier. Ja, deswegen großes Dankeschön nochmal an Fußballtour. Fußballtour natürlich verlinkt unten in der Beschreibung. Gerne draufgehen, wenn ihr wo genau so eine Atmosphäre, genau so ein verrücktes Spiel erleben wollt. Geht auf Fußballtour, checkt es ab. Vielleicht ist ja was dabei, was euch gefällt. Dann kann ich es euch nur empfehlen. Die Leute dort sind extrem nett. Die helfen euch, egal was ist. Ja, deswegen nochmal großes Dankeschön, dass ich die Möglichkeit hatte, und jetzt geht es dann langsam Richtung Ausgang, aus dem Stadion raus und zurück ins Hotel, wo heute zum Glück auch ein Klo wartet. Verlieren, im Regen heimgehen, irgendwie es läuft gerade nicht so. Aber man muss eine Sache sagen, Leipzig Stadion, alles rundherum top organisiert. Reingehen, rausgehen, es funktioniert wirklich alles top. Platz finden, Mitarbeiter hier, alles muss man ehrlich auch sagen. Top organisiert. Naja, nichtsdestotrotz, bin sehr, sehr gespannt auf den weiteren Turnierverlauf. Ich gehe davon aus, dass Spanien sich den Titel holen wird. Die sind für mich einfach die stärkste Mannschaft. Also erstens mal auch mal ein großes Dankeschön an Österreich. Es war einfach eine geile EM, es hat Spaß gemacht. Die zwei Gruppenphasenspiele waren unglaublich. Es hat so, es war solche Emotionen, sowas zu erleben mit Österreich bei einer Europameisterschaft, absoluter Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, in dem Sinne, es war mir eine absolute Ehre, Österreicher begleiten zu können, zu fast allen Spielen, außer das Frankreich-Spiel. Und in dem Sinne, zum letzten Mal gesagt, mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer sonst geht's ab nach Hause. Und auch, wenn es kein schönes Ergebnis ist, wie immer, nach oben da lassen, einen Kommentar und ein Abo. Deswegen sage ich nur, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.